so ein Randthema war, sondern dass es auch wirklich wichtig war, dass man die Tiere gut behandelt. Auch wenn die Tiere in dem Fall bockig sind, dass man selber nicht sagt, ja, wenn du bockig bist, bin ich auch bockig, sondern das Tier trotzdem auch mit Güte behandelt. Und das ist ja nochmal eine Stufe. Ja. Gut, ein weiterer Gefährte des heiligen Propheten, sallallahu alaihi wa sallam, überliefert. Einmal nahm jemand, der mit dem Propheten, sallallahu alaihi wa sallam, zusammen reiste, ein Ei aus einem Vogelnest. Der Prophet sah es und entgegnete dem Mann, der soll das Ei wieder zurücklegen, da sich die Vogelmutter sonst Sorgen machen würde. Als der Prophet gefragt wurde, ob Allah diese Tat belohnen würde, sagte er, ja, es gibt eine Belohnung für jeden Akt der Güte gegenüber jedem Lebewesen. Ja. Also nicht nur den Menschen, sondern auch den Tieren. Also das ist natürlich auch wieder, also selbst für das ungeborene Leben einmal und auch für eben das, auch dieses Feingefühl wieder, dass der Prophet Mohammed hier am Tag legt, dass die Mutter des Vogels sich Sorgen um sein Ei, um ihr Ei machen könnte. Ja. Also ist natürlich klar, dass wenn jetzt irgendwie eine Hungersnot wäre oder so, wäre das natürlich eine ganz andere Sache. Aber so aus ohne direkten Grund, ja, da einfach so ein Ei zu nehmen und so, also das ist eigentlich wirklich eine so hohe Moralvorstellung und so hohe Güte gegenüber Tieren, dass man sich wirklich fragen kann, wie irgendein Muslim überhaupt gegenüber Tieren auch irgendwie nicht gütig sein kann. Ja. Es gibt auch eine große Diskussion, gerade was auch die Mystiker angeht, ob ein Muslim nicht vegetarisch oder sogar vegan leben müsste, aufgrund dieser zahlreichen Überlieferungen des Propheten. Aber gut, das ist ja relativ eindeutig, dass auch aus den Überlieferungen auch klar wird, dass man die Tiere benutzen zum Essen nutzen darf. Ja. Aber eben trotzdem dieser respektvolle Umgang und auch nicht diese unnötige Nutzen, also wenn man das wirklich nicht Hunger hat und nichts essen möchte oder so, nur aus Zeitvertreib oder so, dass man da keine Späße mit dem Leben oder mit dieser Kraft, die man einfach über die Tiere, auch Macht, die man über die Tiere hat, dass man diese nicht benutzen soll. Und es wird auch, also gerade dieses, das zeigt wirklich sehr viel Feingefühl, finde ich, in diese Überlieferung, dass sich der Prophet da sogar Gedanken um die Mutter dieser Ungeborenen, also diese Eier macht. Und das ist schon sehr wertvoll, finde ich. Ja. Eine weitere Überlieferung von Hazrat Abu Huraira besagt, Allah hat einer Prostituierten vergeben. Sie sah einen streunenden Hund, der gerade am Verdursten war, neben einem Brunnen stehen, woraufhin sie einen Schuh auszog, um ihm damit Wasser zu geben. Aus diesem Grund vergab Allah ihre Sünden. Ja, also eine Prostituierte ist natürlich auch deutlich, dass es eigentlich eine Person ist, die eher in den sündhaftigen Bereich gehört, die eigentlich eher auch von islamischen Gesetzgebung her in die Hölle einzuordnen ist, relativ deutlich sogar. Aber durch so eine Tat wurden ihr praktisch ihre Sünden vergeben, die sie getan hat. Und dadurch, dass sie praktisch die Schöpfung Allahs, dieses Tier in dem Fall, versorgt hat, es gibt eine ähnliche Überlieferung auch mit einem Mann, der das tut, aber diese Tat eine so große Wirkung auch hat oder so eine so gute Tat, eine rechtschaffene Tat ist, dass sie die Wirkung hat, einen Menschen aus der Hölle zu holen oder vor der Hölle zu bewahren zumindest. Und das zeigt auch wieder erneut den hohen Stellenwert, den Tiere haben. Richtig. Wir hatten jetzt noch am Anfang gesagt, dass wir zum Thema Schächten kommen werden und uns nochmal kurz damit befassen werden, inwiefern das Schächten letztendlich im Widerspruch zu unseren vorherigen Überlegungen steht. Und Schächten ist ja die islamische Vorstellung vom Schlachten. Und das Vorgehen dabei ist, dass man mittels eines scharfen Messers die Halsschlagader zusammen mit der Luftröhre und der Speiseröhre ja, durchtrennt und dadurch letztendlich hofft, dass der schnelle Tod des Tieres eintritt. Ja. Und, ja. Von Tierschützern wird ja immer gerade heutzutage gesagt, dass das Schächten eben das nicht das Ziel des Schächten ist, sondern dass es im Schächten einfach nur darum geht, dass das Tier komplett ausblutet, damit es irgendwie rein ist oder so. Halal und auch koscher und so, wie auch immer. Also nicht nur die Muslime erschächten, sondern eher die Juden. Sind die Erfinder, könnte man sagen, oder haben es natürlich vor den Muslimen zuerst gemacht. Auf jeden Fall ist es ja so, dass es immer vorgeworfen wird, dass das einfach eine Tierquälerei ist. Dazu muss man aber einmal sagen, dass das Schächten bis zu unserer modernen Zeit, kann man sagen, eine Vorreiterposition hat, was den Tierschutz angeht. Das heißt, das Schächten wird ja Wert darauf gelegt, dass es in einem sauberen, gezielten Schnitt das Tier praktisch getötet wird
ohne lang oder große Schmerzen zu haben. Das ist der Sinn und das Ziel vom Schächten, sowohl im Judentum als auch im Islam. So, jetzt gibt es in unserer heutigen Zeit natürlich auch andere Möglichkeiten, wo man nicht genau weiß, aber weitestgehend glaubt. Und das muss man auch nochmal so sehen. Es gibt auch eine riesengroße Debatte eben darüber, inwieweit die Tiere die Betäubung überhaupt registrieren oder eben nicht. Also das Gehirn funktioniert ja noch und nur weil das Tier betäubt ist, weiß man nicht, ob das Tier nicht doch was spürt. Man muss aber mal auch ganz klar sehen, es geht einfach darum, das Tier wird getötet. Und dass es da Schmerzen hat oder vielleicht auch gewisse Angstzustände, das denke ich mal ganz normal oder liegt sehr nahe. Ja? Und dass das Ziel vom Schächten nicht ist, das Tier zu quälen, um mit allen Mitteln irgendwelche orthodoxen oder religiösen Dogmen da hochzuhalten. Das ist, denke ich mal, relativ deutlich oder muss auch mal klar ausgesprochen werden, dass das nicht der Sinn vom Schächten ist, sondern sowohl beim Judentum als auch beim Islam ging es einfach darum, dass das Tier nicht gequält wird, wenn es schon getötet wird. Ja? Dass das ehrenvoll und respektvoll praktisch zu Tode kommt, damit man es dann essen kann. Natürlich, ausbluten ist auch wichtig, aber wie soll also irgendwelche Rückstände vom Blut bleiben, irgendwo so ist es ja nicht. Ja? Und mit diesen Bolzenschüssen und so weiter, das ist ganz klar, ja. Wenn derjenige, der das Tier schlachtet, nicht richtig schlachten kann oder einen Fehler macht, sowohl beim Schächten, also auch mit dem Messer, als auch beim Bolzen oder wie auch immer, ja, dann ist doch ganz klar, dass das Tier dann leiden muss. So. Und da kann man natürlich jetzt diskutieren. Was mir wichtig ist, das möchte ich an dieser Stelle eben herausstellen, dass der Sinn eben der war und auch bis heute immer noch ist, dass das Tier schnell zu Tode kommt und nicht leiden muss. Und ob die Tierschützer das verstehen möchten oder nicht, ist es so, dass wir in Deutschland oder ich spreche jetzt mal für Deutschland, aber auch auf der ganzen Welt Zustände haben, wie Tiere behandelt werden zur Herstellung, ich sag mal genau, so wie es ist, zur Herstellung von Nahrungsmitteln, wo Schächten wohl das geringste Übel ist. Also wenn man sich die Zustände anguckt, wie Massentierhaltung und wie die Tiere wirklich gezüchtet und Ware in ein Regal oder in einen Käfig dann gesteckt werden und dann einfach keinen Auslauf haben und so weiter, das sind keine Zustände. Ich glaube, da ist das geringste, worum man sich dann noch sorgen muss, ob das Tier dann ein bisschen länger noch leiden muss, wenn es getötet wird oder eben nicht. Also ich denke, das ist wirklich so ein Nebenpunkt. Das Ziel des Schächtens ist ganz klar, das Tier schnell zu töten. Und aus meiner Ansicht her und auch aus der Ansicht vieler anderer ist es so, dass das funktioniert. Andere sagen, okay, ja, vielleicht funktioniert das, aber es merkt noch weniger, das ist noch ein humanerer Tod für ein Tier, wenn es betäubt ist. Ja, aber solche Leute, also wenn man sowas sagt, dann muss man sich doch überlegen, wann es mehr leidet. Ein Tier leidet doch erstmal auch in der Zeit, wo es lebt und nicht erst, wenn es zum Schlachthof geht. Ja. Und gerade die Behandlung, was die Tiere bezüglich der Tierhaltung einfach angeht, da gibt es ja wohl in Industrienationen, nicht nur da, also auch auf der ganzen Welt, einfach einen Mangel an Respekt vor dem Tier im Allgemeinen. Ja. Und deswegen ist es wichtig, dass man versteht, warum geschächtet wurde und auch noch geschächtet wird und warum die Muslime und die Juden darauf bestehen, dass geschächtet wird. Nämlich nicht in erster Linie, um irgendwelche Vorschriften einzuhalten, sondern einfach darum, weil wir glauben, dass es die beste Art und Weise ist, ein Tier schnell und ohne, dass es groß leiden muss, zu töten und dann auch irgendwann dann essen zu können. Ja, es ist auch so, dass damit ein Tier halal ist und auch koscher, soweit ich will, die Auflagen für koscher ist ja noch strenger als für halal, aber damit ein Tier überhaupt halal geschlachtet werden kann, also durch das Schächten, ist es so, dass es nach Bedarf auch geschlachtet werden muss oder geschlachtet werden muss. Soweit ich weiß, ist es nicht erlaubt. Diese Massentierhaltung ist unislamisch, das haben wir am Anfang auch gehört, da gibt es auch Überlieferungen.